Neues Jahr, neue Gesetze. Für Familien bedeutet das nur ein bisschen mehr Geld. So wird das Kindergeld um 2 Euro pro Kind erhöht. Beim ersten und zweiten Kind sind das dann jeweils 194 Euro pro Monat. Ach so. Auch Hartz-IV-Empfänger bekommen ab dem 1. Januar mehr. Der Regelsatz für Alleinstehende steigt um 7 Euro und damit auf 416 Euro. Der Betrag für Paare erhöht sich um 6 Euro auf 374 Euro pro Partner. Ach so. In Sachen Steuererklärung gibt's ab jetzt weniger Papierkram. Es genügt nämlich, die Belege für die Steuerbehörde zu sammeln und aufzubewahren. Sie müssen nun nicht mehr ungefragt beim Finanzamt eingereicht werden. Ach so. Wer 2018 Urlaub machen möchte, muss Folgendes beachten. Reiseveranstalter dürfen den Preis bis 20 Tage vor Reisebeginn um bis zu 8% erhöhen. Bislang waren nur 5 erlaubt. Aber eine gute Nachricht gibt's auch. Bei Mängeln können Urlauber Ansprüche künftig 2 Jahre lang geltend machen. Bisher war das nur bis zu einem Monat nach der Reise möglich. Ach so. Auch für Bankkunden gibt's was Neues. Bei Missbrauch der Karte oder des Online-Bankings haften sie nur noch bis maximal 50 Euro. Außerdem dürfen Händler bei Online-Buchungen keine Extragebühren mehr für Kreditkartenzahlungen verlangen. Und ab November sollen Echtzeitüberweisungen in der Eurozone möglich sein. Ja, und es gibt noch mehr Neues für Bankkunden. Markus Benn ist bei uns Fachanwalt für Kapitalmarktrecht und Bankwesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gelesen, im kommenden Jahr, also in diesem Jahr, einheitliche Richtlinien für den Zahlungsverkehr. Das hört sich erstmal gut an. Europaweit soll jetzt alles sozusagen auf gleicher Ebene stattfinden. Was heißt das dann ganz konkret? Für welche Bankkunden gilt das und was ist damit gemeint? Also es trifft jeden Bankkunden und es dient der Vereinfachung, damit man Haftungsgrenzen sich verbessern, dass der Bankkunde mehr Schutz bekommt gegenüber den Kreditinstituten und auch die Beratungsleistung soll sich natürlich auch verbessern. Das ist so der grobe Inhalt dieser europäischen Richtlinie, die da jetzt umgesetzt wird ab 13. Januar. Tritt die in Teilen schon in Kraft. Da sind auch schon die allgemeinen Geschäftsbedingungen verschickt worden und die kommen dann jetzt eben. Ja. Da steht auch drin, dass ich dann nur noch für 50 Euro hafte, wenn mir jemand die TAN wegnimmt, oder? Für was ja, genau. Das also das ist einmal, wenn die TAN wegkommt oder aber der Hauptfall ist eigentlich, mir ist die EC-Karte geklaut worden oder die Kreditkarte geklaut worden und dann werden Abhebungen vorgenommen, obwohl das System ja sicher sein soll. Dann habe ich aber die Möglichkeit, dass die Bank mir das abgehobene Geld erstattet, bis auf einen Betrag von 50 Euro. Das ist das, was ich selber behalten muss. Bisher waren es 150 Euro. Allerdings bei grob fahrlässigem Handeln gilt das natürlich nicht. Da fragt sich der Laie wieder, was heißt grob fahrlässig in dem Fall? Also grob fahrlässig ist immer so, wenn jeder denkt, das macht man nicht. Ne? Also es ist halt das kurioseste Beispiel, was ich kenne. Das hat mal das Landgericht Berlin entschieden. Da hat jemand seine Geldbörse in den PKW im Handschuhfach eingeschlossen, das Fahrzeug verschlossen. Und dann ist aus dem Auto heraus die Geldbörse geklaut worden und dann Abhebungen vorgenommen worden. Und da hat man gesagt, das ist grob fahrlässig. Man lässt keine Kreditkarte oder EC-Karte im Auto, auch wenn man sie irgendwo einschließt, unsichtbar. Also das ist ein bisschen tricky. Ja. Was noch besser werden soll, Überweisungen über Drittanbieter. Welche Drittanbieter sind da gemeint, die ich jetzt tätigen kann im neuen Jahr? Genau, also es gibt jetzt zwei größere Portale, die das anbieten. Das sind einmal Sofortüberweisungen und einmal PayDirect. Das sind die beiden Anbieter, die da jetzt stärker auf den Markt kommen. Die Sparkassen haben ein ähnliches System. Und das ist im Grunde genommen so, ich habe eine App und da kann ich alle meine Konten, die ich bei unterschiedlichen Kreditinstituten habe, einbuchen. Und von dort aus kann ich dann sofort meine Überweisungen wohin auch immer tätigen. Und das war früher deshalb nicht möglich, weil diese App ja meine PIN und meine TAN benötigt, genau, damit ich die Überweisung durchführen kann. Und die haben früher die Kreditinstitute einfach nicht rausgegeben. Jetzt ist das ein bisschen einfacher geworden. Ich habe ja jetzt auch schon, ich glaube letztes Jahr schon im November, bekommen die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgrund dieser ganzen Änderung. Muss ich mir die jetzt eigentlich nochmal durchlesen irgendwann? Oder was ist das Wichtige für mich zu wissen? Also das Wichtigste ist eigentlich, das haben wir vorhin gehabt, mit den 50 Euro, diese Haftungsgrenze. Ja. Dann ganz entscheidend ist auch, wenn ich eine Fehlüberweisung gemacht habe, dann ist die Bank verpflichtet, mir mitzuteilen, welcher Empfänger denn tatsächlich dahinter steckt, damit ich dann Name, Anschrift bekomme, um den eventuell in die Haftung zu nehmen, damit ich das Geld wiederbekomme. Ja.
Wer jetzt Geldgeschäfte macht, und wir empfehlen ja bei Volle Kanne auch gelegentlich, dass Aktien gar keine so schlechte Wahl sind, da müssen in Zukunft die Gespräche mit dem Bankberater am Telefon, wenn ich sie denn am Telefon führe, aufgezeichnet werden. Ja. War vorher auch noch nicht der Fall? Ja gut, aus Servicegründen haben die Banken das aufgezeichnet zur Qualitätsverbesserung. Mhm. Jetzt ist es verpflichtend und wenn ich das ablehne, dann kann ich einfach keine Aktiengeschäfte per Telefon durchführen. Dann muss ich wieder zu Fuß in die Filiale und es dort eben machen. Ja, auch was diese Beratungsgespräche generell für Geldanlage angeht, da wird es ja auch immer, sagen wir mal, die Banken werden dort immer heftiger beobachtet, oder? Was aber auch richtig ist. Ja. Das muss man ja auch so sehen, weil es halt in der Vergangenheit hat es da viele Probleme gegeben. Ich sag mal, das, was man sich jetzt ausgedacht hat, das ist nichts Neues. Ne? Das kann man so schön sagen, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, weil einfach diese Beratungsdokumentation, die hat es immer gegeben. Ne? Und die wird es auch weiterhin geben. Nur jetzt sagt man, für jedes Geschäft ist die Beratungsdokumentation erforderlich. Also immer, wenn die Bank von mir Geld will, muss sie mir einen Zettel vorlegen nach dem Gespräch, den ich unterschreiben muss. Genau so ist es. Und da muss auch genau erklärt werden, welche Anlagementalität hat. Also aus welchen Gründen heraus mache ich irgendein Geschäft mit der Bank oder warum will ich es nicht? Und was 2018 jetzt endgültig Geschichte sein wird, ist diese TAN-Liste. Ja. Die haben wir per Brief bekommen. Einen nach der anderen wegstreichen. Genau. Warum? Weil die so unsicher war am Ende des Tages? Die ist unsicher, zumal man, ich sag mal, man will jetzt keinen hier im Misskredit ziehen, ne? Aber wenn die im Briefkasten liegt, dann ist die eben frei zugänglich. Und dann kann ich sie herausnehmen, dann kann ich sie mit einer einfach aktivieren. Wenn ich dann auch noch die Kontodaten habe, die man ja relativ leicht aus dem Internet sich besorgen kann, dann findet eben eine Überweisung statt, ohne dass ich weiß, warum und wer hat's. Ich kriege ja immer eine SMS mit der TAN. Das ist aber safe, oder? Ja gut, sagen wir mal, das ist sicherer als das Papier. Aber die Mobil-TAN ist, sagen wir mal, nicht ganz so das aus meiner Sicht hervorragendste Mittel, weil man da auch schon diskutiert, ob man diese SMS abfangen kann und die dann genutzt wird, um die Überweisung zu verifizieren. Ich bin noch mal kurz weg. Und check das mal. Ja. Und eine kurze Frage noch am abschließend. Wir haben ja letztes Jahr ausführlich darüber berichtet, diese Bitcoin-Blase, die sich da aufgebläht hat. Und viele sagen ja, durch diese Blockchain-Technologie und so, sind irgendwann Banken überflüssig. Das wird noch ein paar Jahre dauern, oder? Das wird definitiv noch ein paar Jahre dauern. Wie viele Jahre? Ich mag es nicht ermessen, aber wir werden sicherlich noch Jahrzehnte brauchen. Ja. Das glaube ich schon. Also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Bereich. Vielen Dank, dass Sie uns da auf den aktuellen Stand gebracht haben.